Als einziger auf dem Platz hatte der Nigerianer auch schon beim ersten Duell dieser beiden Ostvereine in der Bundesliga für Rostock auf dem Platz gestanden. Der Rückkehrer wartet noch auf seinen ersten Saisontreffer, aber er bietet den Fans in der DKB Arena immer ganz, ganz viel Einsatz. Die in Orange aus Cottbus hatten alle von Anfang an sehr defensiv erwartet, aber sie spielten von Anfang an mit. Das ist Rostock-Sörensen, 15 Minuten durch und die erste Möglichkeit für die Lausitzer. Hansa Rostock tastete sich allmählich in die Partie hinein mit Rahn und Kai Bülow, der heute wieder im defensiven Mittelfeld spielte. Agali, der setzt sich gut durch gegen Kukielka, sieht Enrico Kern und 18. Spielminute, erster Schuss auf den Kasten von Gerrit Tremmel, 1:0 für Hansa Rostock. Schön, wie sich hier Agali gegen Kukielka durchsetzt. Und dann ist Svitanovic ganz, ganz weit weg von Enrico Kern. Tremmel hat keine Abwehrmöglichkeit. Die Führung für die Ostseestädter. Toll der Einsatz des Nigerianers, der den Lauf der Dinge verfolgt und dann ganz bescheiden jubelt. Aber Cottbus zeigte sich kaum geschockt, kam schnell wieder in das Spiel zurück. Erwin Skela, Wächter aus dem Kasten, Vrajel da Silva. Der Ball landet bei Sörensen. 4 Minuten nach der Führung die Möglichkeit für den Dänen zum Ausgleich. 3 Saisontreffer hat er ja schon erzielt. Kurz vor dem Ende des ersten Durchgangs Rangelov. Ball kommt dann doch irgendwie zu Timo Rost. Und diesen Schuss hätte wohl Stefan Wächter nicht mehr gesehen. Nicht hochklassig die Partie, aber beide Teams zeigten ganz, ganz viel Willen. Und es war auch ein Treffen alter Freunde. Steffen Baumgart links und René Riedlewitz rechts. Die haben schon für beide Vereine die Stiefel geschnürt. Cottbus im zweiten Durchgang kam mit viel Schwung und kam auch zu Chancen. Da ist Sörensen. Dann kommt der Ball irgendwie zu Vrajel da Silva. 58. Spielminute. Der Ausgleich für die Lausitzer. Erster Saisontreffer für den Brasilianer. Aber was für eine Verwirrung im Rostocker Strafraum. Ross schießt erst Sörensen an. Dann Dexter Langen, Kern schlecht im Kopfballduell mit Kukielka. Sörensen setzt sich durch, der Ball durch die Hosenträger von Orestes. Und da Silva lässt Wächter keine Abwehrmöglichkeit. Cottbus war also wieder im Spiel. Wir sehen den Anstoß direkt nach dem 1:1. Das ist Stein, Lang auf Kern. Und da ist Enrico Kern. Tremmel sieht schlecht aus, wenn er aus dem Kasten kommt, aber seine Innenverteidiger Mitreski und Kukielka hätten hier Schlimmeres verhindern können. Der Treffer darf so nie fallen. Nimm du ihn, ich habe ihn sicher. Kern profitiert vom Fehler der beiden. Und nur 47 Sekunden nach dem Ausgleich die erneute Führung für Hansa Rostock. Und Rostock, das drängte jetzt auf die Entscheidung. Skela köpft in die Mitte, Rahn und wieder Kern vollkommen frei in der 74. Das 3:1, erster Dreierpack in der Bundesliga für Enrico Kern. Das Tor, weil Cottbus nicht entscheidend genug herausrückt, Kern so nicht ins Abseits stellt, da gucken sie nur nach dem Ball und nicht nach dem Gegner. Und so war der Treffer gefallen. 90. Spielminute. Cottbus kam noch einmal, Skela mit einem fantastisch verwandelten Freistoß. Aber dabei blieb es dann. Rostock gewinnt das Kellerduell gegen Cottbus mit 3:2. Hansa am Ende nicht besser, aber ein verdienter Sieger, weil sie abgezockter waren vor dem gegnerischen Tor. Insbesondere Enrico Kern, dessen Teamkollegen sich jetzt auf einen gemeinsamen Umtrunk mit ihm freuen.